Und das ist das Ende von Dr. Sorkin. Verdammt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet. Zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Hast du? Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Du hast Zugang? Was? Billy? Was tust du? Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Nein. Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal sah nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Sie versauen es. Nein, sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind Sie Ihnen so egal? Und was ist mit Oscar und Dike? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Wie ich es dachte. Ach, Billy, warum nur? Verdammt! Tja, die Dose ist nicht mehr in Billys Besitz. Und jetzt geht's los. Oh Mist. Komm schon, Mädel. Oh, schrei. Und hüpf. Schnell die Tür zu, los. Ethik Teil 2 abgeschlossen. Und wir sind gefangen. Gefangen mit dem Mosasaurier. Und es gibt nur einen Weg hier raus. Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoder hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeih ich dir. Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen.
Dann stopft das Loch, Mensch. Wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warte, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Ja, super. Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich, was das ist. Mosasaurier? Was? Tauchen? Okay, mehrere Bemerkungen. Wieso stand da gerade Mosasaurier? Zweite Bemerkung. Jess, ja, natürlich, nur in Filmen gesehen, das Tauchen, ne? Dritte Bemerkung, ich möchte nicht raus zum Mosasaurier. Vierte Bemerkung, ja, ich hab's vielleicht etwas zu früh schon im Spiel formuliert gehabt, aber das ist die Stelle, an der ich Yodas Verhalten sehr unglaubwürdig finde. Bis dahin ging's ja eigentlich noch. Er hat halt getrauert um Decaf und Carlos und seine anderen Teammitglieder, aber, also die Mitglieder vom Team Bravo. Aber dass jetzt, dass er so austickt und die hier einfach ohne ersichtlichen Grund einfach zurücklassen will, das macht überhaupt keinen Sinn für mich einfach. Das ist total widersinnig eigentlich. Er hätte die auch einfach mitnehmen können, das hätte ihm überhaupt nichts geschadet. Ich meine, Dr. Sorkin war jetzt weg, die war für ihn jetzt der Inbegriff des Bösen gewesen und war ein Sicherheitsrisiko für ihn. Er hatte den Bombenangriff befohlen, jetzt der 90 Minuten stattfindet. Was also hat er für einen Grund, die beiden, beziehungsweise dann nachdem niemand sich entschieden hat, nicht mit ihm zu gehen, die drei hier zurückzulassen? Da ist keine Logik dahinter. Das ist die Stelle, die ich sehr blöd finde hier im Spiel, rein vom logischen Zusammenhang her. Ansonsten fand ich die ganzen Verwirrungen und die ganzen Beweggründe der Charaktere, die Vernetzung bis hierhin sehr schön, aber das ist halt... Wahrscheinlich musste es einfach sein, um das Ganze auf die Spitze zu treiben und etwas zuzuspitzen, das Ganze. Und natürlich hat Jess das Ganze dann wieder noch spannend und offen gehalten, indem sie die Dose geklaut hat. So ein Glück aber auch, dass ihre schlechten Angewohnheiten auch mal etwas Gutes haben. Bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Wurde das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Namens neuer Freund? Ja, aber wenn es dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Gut, sehr schön. Können wir noch irgendwas hier mit Jerry an der Stelle tun? Sieht nicht wirklich danach aus. Nochmal nach unten schauen. Doch, wir können noch ins Becken, ach, hier hinten auch noch schauen. Brauchen wir Tauchanzüge? Das Wasser sollte warm sein. So tief und zu dieser Tageszeit? Wir würden uns total unterkühlen. Keine Sorge. Was? In Neopren sieht jeder gut aus. Ich hatte keine Angst, mich zu genieren. Die Untertitelung ist manchmal etwas merkwürdig. Sie sagt, wir würden uns total unterkühlen und es steht da, wir würden einen Hitzekoller kriegen. Ja, was denn nun? Ich würde auch eher auf Unterkühlen tippen, aber naja. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Ich will's nicht rausfinden, Dad. Tja, es bleibt uns wirklich nur diese eine Wahl. In Ordnung. Noch was zu quatschen? Wie geht's dir, Jess? Ganz okay. Mir würde es besser gehen, wenn wir nicht am Boden dieser Lagune gefangen wären. Mach dir keine Sorgen. Wir kommen hier schon raus. So, ich schlürfe nebenbei noch ein bisschen Cappuccino, solange hier noch nichts an Action ist. Das finde ich ganz nett gerade. Ja, sicher mit den Meereshöhlen, das ist eine gute Frage. Woher soll Nima wissen, dass die nicht einfach zubetoniert wurden, die Meereshöhlen? Das wäre mal wirklich interessant zu wissen. Ich meine, die ganze Insel wurde verändert von Inge. Sind Sie sicher mit den Meereshöhlen? Ich bin als Kind oft in dieser Lagune geschwommen. Mit den Luftflaschen ist das kein Problem. Berühmte letzte Worte. Wie bitte? Nichts. Naja, okay. Mehr gibt's nicht zu reden mit Jerry. Dann schauen wir mal am Computerterminal, was wir hier machen können. Ich bin sofort wieder da. Huch. Fütterungsprogramm. Da hing's gerade. Okay, Fütterungsprogramm klingt ganz wundervoll. Ich nehme mal an, wir sollen den Mosasaurier damit ablenken. Dann schauen wir mal. Städte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Und das hilft uns inwiefern? Okay. Hatchery Tanks. Die 4? Ja. So, schmeiß ein den Kram. Feeder Program initiated.
Aber wenn da drei dicke Fische mit rumschwimmen, dann würde ich mich nicht um die anderen kümmern. Sympathisch. Okay, Schatz, was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst das Nein, schon. Nein, was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Ach ja, sehr sexy der Anzug, auch von hinten, wie Jerrys Arsch da so geguckt hat. Okay, ja, lassen wir mal die homoerotischen Anwandlungen und schauen mal. Ich hab dich lieb, mein Kleines. Jess, ich sage dir nicht oft genug, dass ich dich liebe. Ich bin nur so überfürsorglich, weil Sarah sich von mir abgewandt hat und ich nicht will, dass mir mit dir dasselbe passiert. Wichtig ist nur, dass wir das hier überstehen. Alles andere können wir später klären. Im Vergleich hierzu sind das Kleinigkeiten. Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut, ich verspreche dir, das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst. Dasselbe wie überall anders auch, ja, wenn er Daumen nach oben zeigt, was an dieser Stelle ja, wenn man es nicht weiß, am naheliegendsten wäre, dann wäre das wohl nicht ganz so richtig. Sondern man muss ja den Ringelpieps zeigen, okay. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, wir machen doch gerade einen schönen großen Abenteuerausflug, da sollte Jess doch nicht rumjammern. Wir haben doch gerade ganz viel Spaß zusammen. Okay. So viel Angst wie damals, als du zufällig in Onkel Wallace Zimmer gelaufen bist, als er seine Nase gewaschen hat? Das war so eklig. Ich wusste ja nicht, dass das eine Prothese ist. Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, wie funktionieren diese Dinge? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Das heißt, wir haben eine undichte Maske dann, oder wie? Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Ja. Die Flasche ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es ca. 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Unauffällig schwimmen? Keine Verrenkungen. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier? Die wahrscheinlich auch. Dreh dich um. Eine Harpune. Zufriedenstellende Abwehrausrüstung. Na dann, auf ins Ungewisse. Und jetzt geht es um unser Überleben. Ich halte mal eben die Klappe, damit ich das auch hinkriege. Ich will nicht vom Mosasaurier gefressen werden. Nicht verrenken. Nun denn. Klappt gut soweit, aber ich befürchte, es wird nicht dabei bleiben. Ach, Nima, was tust du denn? Ich würde noch ein bisschen mehr rumklimpern. Ach, komm, hier, ja, genau. Drücken! Hindurch mit dir! Ach, auch noch das. Ja, komm, mach doch, ja. Na, schaffst du's? Warum nur habe ich das befürchtet? Ha! Oh Gott!
heiliger Hundedreck. Oh Gott, warum nur? Niemals schwimmen um dein Leben. Oh. Was für ein Glück, dass hier so ein Käfig ist, warum auch immer. Ich bezweifle bloß, dass der da drum rumgeschwommen wäre, wenn er vorhin schon das Rondell da umgekickt hat. Und los geht's! Sympathisches Tierchen. Und einmal ziehen, bitte. Oh, Mann. Huh. Na, Glück gehabt, dass das nicht auf der Unterseite gelandet ist, oder? Oh Mann, jetzt ist Jess dran. Na klasse. Oh shit. Ja, schön. Gut, alle drei wieder zusammen. Wir schaffen das. Aber er ist schon da, der Mosasaurier. Jetzt. Ja. Unerkannt durchschwimmen. Und er lauert. Oh. Ach, ich muss im richtigen Moment drücken. Das muss er mir ja auch erstmal jemand sagen. Jetzt zum Beispiel. Okay. Ach, schlecht. Okay, hindurch. Flupp. Hat eine ganz putzige Größe, der Mosasaurier. Oh, shit! Oh nein! Auf ein neues! Fast geschafft! Was? Ich musste mehreres drücken. Was? Wieso? Ich konnte doch nicht beides gleichzeitig drücken. Tut mir leid, aber das waren beides Timing-Geschichten und ich kann nicht beides gleichzeitig drücken. Was soll ich denn da tun? Und vor allen Dingen wäre es schön, wenn ihr das nicht so transparent anzeigen würdet, damit ich auch sehe, was ich drücken muss. Ach, sowas kann ich ja leiden. Wir waren so schön auf Goldkurs und haben es fast geschafft und dann so ein Mist hier. Ach, Mann. Okay. Ja, super, danke. Aber der Tauchgang ist abgeschlossen. Was für ein Mist. Heilige Scheiße. Nun ja, mit Silber aber überlebt.